Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Absolut. Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. So, wird Zeit, dass wir Quest erledigen. Und die hier haben es von irgendwelchen Beleidigungen für Rimkrant. Gut, wir wollen erst einmal Jägerbruder abschließen. Dazu gehen wir einfach hier rein. Und reden erst mit dem Jäger, denke ich mal, der uns angeheuert hat für diese Mission. Und dann mit der Amamfata. Tread carefully, Estremor. Du bist zurück. Er blickt auf die Jägerin in der Gruppe. Wir hoffen, du hast die Wahrheit über das Schicksal meines Bruders ergründet. Ich habe meine Aufgabe abgeschlossen. Es ist an der Zeit, mit dem Amamfata zu sprechen. Was hast du gesehen? Wo ist Firom? Riday macht einen Schritt nach vorne. Sag es mir. Riday, die Jägerin hält ihre Hand zwischen dich und ihre Begleiter. Die Wahrheit gehört uns allen, selbst Artven, das weißt du. Riday zögert einen Augenblick, erwischt sich den Schweiß vom Gesicht. Rote Farbspuren bleiben auf seinen Händen zurück. Ich bin bereit, die Wahrheit mit den Amamfar zu teilen. Er schaut hoch. Ich sorge dafür, dass auch Artven das ist. So. Ich habe mich entschlossen, mit der Amamfar in der Passage der Sechsten Zwillingsrune zu sprechen, um ihr die Ereignisse um das Verschwinden von Firom während seiner Blutsjagd mit Artwin zu erklären. Ja. Geis an Namas, unsere Wege kreuzen sich erneut. Ich habe das Verschwinden von Firom untersucht. In der Tat, Artwin und Riday haben kaum von etwas anderem gesprochen. Ich beneide dich nicht um deine Position, Gals an Arnavs. Trotzdem könnte dein Zeugnis die Spannung zwischen den Hütern des Steins und den zweifach gespaltenen Pfeilen auflösen. Sie bildet einen Turm mit ihren Fingern. Wenn du deine Beweise gesammelt hast, werde ich eine Anhörung einberufen. Und lass uns anfangen. Sie nickt, ich werde Artwin und Riday herbeirufen. Das, was du uns offenbaren wirst, Galzan Anas wird über ihr Schicksal und den Namen ihrer Stämme entscheiden. Ja, jetzt mache ich mich bei zwei Stämmen unbeliebt, aber gleichzeitig sage ich die Wahrheit, weil das einzig Richtige ist. Vettel steht am Kopf der Halle, die von einem Dutzend Kerzen erleuchtet wird. Sie wirft einen langen Schatten über den Boden. Wir haben uns hier versammelt, um die Behauptungen von Arthur und Riday bezüglich des Verschwindens von Firom abzuwägen. Zu diesem Zweck ehrt uns die Gegenwart eines Gals an Annes, dessen Einblicke uns bei der Urteilsfindung helfen werden. Erstauntes Murmeln hallt von der Vorderseite der Hütte wieder. Wir beginnen mit wahrscheinlich Arthurs Behauptung. Er beteuert, dass ihn Fionn in eine Konfrontation mit dem Stelgir hineinlockte und dass er das Biest selbst erschlagen hat. Fionn, so sagte, hätte sich selbst ins Exil geschickt, da er befürchtete, das Wissen um seine Taten könnte die Hüter des Steins mit Schande überhäufen. Sie hätte einen Zahn hoch, der so lang ist wie ihr Arm. Als Beweisstück hatte er einen Reißzahn des großen Stelgirs mitgebracht. Dagegen erklärt, dass sein Bruder während der Jagd von Arthwin hereingelegt und umgebracht worden ist. Außer durch seinen Verrat wäre ein Jäger von Pyroms Ruf nicht bei der Blutjagd gefallen. Als sie dich anschaut, flackert und tanzt ihr Schatten im Kerzenlicht. Und jetzt wenden wir uns an unseren Galfs an Arnas. Wir bitten dich nur darum, deine Beobachtung mit uns zu teilen, damit wir Frieden zwischen diesen beiden Stämmen schließen können. Sie senkt den Kopf. Welches Schicksal ist Pyrom widerfahren? Ja, Pyrom ist tot. Was? Riday starrt dich mit zwischen Überraschung und verzerrtem Gesicht an. Er wendet sich Artwin zu. Wie, du mickriger Schwächling, wie? Die Anamfar lässt ihren Kopf auf die Stammesbrüder zuschnellen. Vergesst nicht, wer ihr seid. Riday pumpt seine Brust auf, lässt sein Kinn aber bald gehorsam sinken. Artwins Augen schießen hin und her. Die Anamfar fährt fort. Diese Wahrheit zu erfahren, stimmt uns traurig, aber wir müssen immer noch weiter auf den Grund gehen.
Wenn das so ist, wie ist dann der riesige Steak hier gestorben? Das riesige Biest wurde vom Fionn erlegt. Natürlich hat er das. Rita schüttelt seine Faust und schaut jene in der Halle an. Hartwin ist nur ein schwächlicher Jäger vor den zweimal gespaltenen Pfeilen und ein Lügner noch dazu. Das Fell auf Bettels Arm stellt sich auf. Ruhe. Ihre Schlitzpupillen verengen sich, als sie dich betrachtet. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Galsan Amvas, mach für die sechs Stimme die Wahrheit gelten. Fionn hat Artwen überlistet und den Skellige alleine bekämpft. Sie haben einander im Kampf getötet. Artwen versuchte, Fionn Schande zu vertuschen, log aber über die Bezwingung der Kreatur. Deine Worte hallen entlang der Passage der Sechs zu den ersten Zuhörern. Bettel nickt. Es ist so, wie du es sagst. Wir danken dir, dass du die Wahrheit mit uns geteilt hast. Die Amalfat wendet sich Artwin und Rida zu. Brüder der Stämme, lasst diese Wunde heilen, geht in Frieden und denkt über die Schande nach, die ihr über uns gebracht habt. Ja, jetzt würde sie gerne noch unter vier Augen mit mir sprechen. Ich habe mit deinem Vater darüber gesprochen, was während der Blutjagd zwischen Fionn und Artwin geschehen ist. Nach meiner Aussage über meine Untersuchung bat mich die Amalfat um ein Gespräch. Sie dreht sich zu dir um. Schande über beide Stämme zu bringen, ist nicht, was ich mir vorgestellt hatte. Aber wenn wir die kommenden Jahrzehnte überleben wollen, müssen wir lernen, uns nicht von diesen schweren Wahrheiten abzuwenden. Deine Integrität ist ein Segen für uns. Bitte nimm dies mit unserem Dank. Erfahrungspunkte. Level up für Sagani. Ummantelt im Herbst. Trauerlied ist Todes hinzugefügt. Ah. Noch eine neue Quest. Seit dem Ende des Kriegs des Heiligen versammelt Dürwedain sich an der Brücke von Evon Dyvr, um der 12 Helden zu gedenken, die ihr Leben gegen Gabum Sadweidwen zu besiegen. Dabei ist der Brauch entstanden, dass die Magran-Priester, welche die Prozession anführen, zum Abschluss ein Trauerlied singen. Als der Priester dieses Jahr versuchte, das Trauerlied zu singen, schwoll seine Zunge in seinem Hals an und er starb vor der versammelten Menge einen qualvollen Tod. Als ein Monat später ein anderer Priester versuchte, das Trauerlied zu singen, erlitt er dasselbe Schicksal. Manche glauben, die Götter seien schuld an dem Tod der Priester, andere verdächtigen rachsüchtige Rezeraner. Wer auch immer schuldig sein mag, die Priesterschaft Magrans und die Soldaten der Götterhammer-Zitadelle wollen, dass er zur Rechenschaft gezogen wird. Was soll die trauernde Mutter machen? Level up besagt gar nie. Ruhig noch einen Punkt in Überleben. Schnelle Zielerfassung ist modal, also Standard, also die ganze Zeit. Angriffsnachladegeschwindigkeit braucht sie nicht. Verteidigungsbündnis. Nicht unbedingt. Verbindung des Pirschjägers. Genauigkeit stellen, bindende Wurzel, Pfeilsinn. Abwehr gegen Fernkampfangriffe, das wäre natürlich nicht schlecht. Dreimal pro Ruhephase Ruf des Meisters, betäubende Schüsse, ist ein Passiv. Nutzt den Vorteil der Ablenkung, wenn dieser vom tierischen Gefährten des Waldläufers angegriffen wird, um den Feind zu betäuben, als Zweitangriff. Wenn dem Waldläufer Treffer oder kritische Treffer gelingen. Tod spielen, Gefährten wiederbeleben, Gefährten heilen. Bis jetzt hat Itobak sich als ziemlich resistent erwiesen. Also müssen wir nicht unbedingt heilen oder wiederbeleben. Deswegen nehme ich betäubende Schüsse. So. Als nächstes kümmern wir uns um den Singvogel. Da habe ich nämlich nachgeguckt. Thank you.
Das müsste das Haus hier sein. Wenn ich mich richtig erinnere. Weil das Haus ist das mit dem Kind. Das ist das, was ich als nächstes machen werde. Soweit ich das mit dem Vogel erledigt habe. Hi. I'm here. Hail, Estremore. Wir begegnen uns wieder, Estremore. Was brauchst du? Demim hat mich geschickt, um seltene Singvögel zu sammeln. Sie blickt dich einen Augenblick leer an, bevor sie den Kopf schüttelt. Dieser Naht Delim schickt dich? Nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Mein geliebtes Haustier zu essen wird diesen Trottel kein musikalisches Genie verleihen. Wie sind seine Magenverstimmungen und Schmerzen beim Ausscheiden des Schnabels? Sie verschränkt die Arme und legt die Stirn im Fall. Es gibt einen ganzen Wald voller Vögel. Meine ist nicht zu verkaufen. So ein zerbrechliches kleines Ding. Vielleicht soll ich ihn in der Mitte durchreißen und die Hälfte dir und die andere denen. Viel zu brutal. Ich stimme zu, deinem Vogel zu töten ist unnötig. Ich suche anderswo. Warum glaubt Delim, dass es helfen würde, Vögel zu essen? Missverstandene alte Volkssagen, murmelt sie mit einem resignierten Achselzucken. Orlaner, vor allem jene, die im Wald aufgewachsen sind, scheinen noch immer zu glauben, dass sie die Eigenschaften von Tieren übernehmen können, die sie essen. Es ist Unsinn. Wenn man eine Spinne isst, kriegt man keine 8 Beine. Wenn man Efeu isst, wachsen ihm keine Beeren. Nancy seufzt resigniert. Wenn Delim einen besseren Sänger werden will, sollte er üben, anstatt sich an Aberglaube zu klammern. Ich stimme zu, dein Vogel zu töten ist unnötig. Ich suche anderswo. Ihr Gesicht wird rot und lächelt. Ich bin erleichtert, dass du es so siehst. Wie würde es dir denn gefallen, wenn jemand dein geliebtes Haustier als Imbiss forderte? Ja, kann ich hier noch was machen? I'm here. Halt, Nancy schreit, dass deine Hand sich dem Vogelkäfig nähert. Was ist mit deinem Vogel vor? Delim, Sänger von Altlied, hat mir aufgetragen, einen solchen Vogel zu finden. Sie blickt dich einen Blick leer an, bevor sie den Kopf schüttelt. Diese Naht Delim schickt dich. Nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Mein geliebtes Haustier zu essen wird dem Trottel kein musikalisches Genie verleihen. Höchstens eine Magenverstimmung. Ja, den Rest kennen wir. Verzeihung, ich war nur neugierig. Ich lasse ihn in Frieden. Ich will sie nicht bedrohen. Many blessings, traveler. Nee, das können wir alles knicken. Das heißt, ich könnte ihn eigentlich nur dazu überreden, den ganzen Unsinn sein zu lassen, weil ich habe jetzt schon von 2 Leuten gehört, die mir sagen, dass das einfach nicht stimmt. Oder er soll sich mit den beiden exotischeren Vögeln zufrieden geben, die ich da gefunden habe. Certainly.
So, der war hier unten auf dem Versammlungsplatz.